Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Shakes and Fidget Video mit mir und Basti. Wir haben das Jubiläum freigeschaltet, ein Jahr dabei sein auf S41, also es ist offiziell der 3.4. Letzten Jahres war ja auch das Einstiegsdatum, auch damals gab es Corona. Und wir werden uns in diesem Video auf jeden Fall noch ein bisschen den aktuellen Stand angucken, so eine Art Serveranalyse. Und bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden auch nochmal im Vergleich schauen, wer so in den letzten Videos so weit vorne war und ob diejenigen noch dabei sind oder ob sie immer noch auf Rang 1 sind zum Beispiel oder wie auch immer. Das gucken wir uns gleich an. Möglicherweise könnte es auch im Flüstermodus passieren, ASMR. Ja, deshalb könnt ihr das Video gerne disliken, wenn ihr wollt, aber ihr könnt es auch lassen. Dankeschön. Das Ende des nächsten Runs an. Das ist der 99. Raum hier. Ja, sieht ganz gut aus. Ich frage mich, ob die HP reichen können für den Endboss. Schön nochmal ein Epic dabei gewesen, wunderbar. Und mal gucken, was das jetzt hier für ein Legi ist auf jeden Fall. Ob ich überhaupt den Fight gewinne. Nice, es hat auf jeden Fall gereicht, nein. Sagen, dass das jetzt ungefähr sogar etwas günstiger war hinten raus, denn am Anfang musste ich mich öfter reviven, aber so ab Etage 75 musste ich mich gar nicht mehr reviven. Hatte einmal Glück, dass ich gute HP und einen Buff bekommen habe. Also habe ich jetzt hier knapp 150 Bits ausgegeben, also das ist auf jeden Fall mein sparsamster Versuch gewesen. Ich habe dafür bisher natürlich nur also ein Epic weniger bekommen, dafür mehr Gold. Also hat sich definitiv auf jeden Fall gelohnt an dieser Stelle. Wie immer. Und wir gucken mal, was wir gekriegt haben. Und das ist das erste Epic, was ich jetzt zweimal bekommen habe. Und es hätte ein bisschen besser sein können, aber naja. Meckern nicht, ne? Auf ein neues würde ich sagen. Demnächst. Aber noch nicht. Jetzt. Jo, mit Kind ist es gar nicht so einfach. Jetzt ist es schon Sonntag, aber trotzdem gibt es hier wieder einen neuen Dungeon. Und das könnte der für mich beste Dungeon gewesen sein. Ich habe noch 6 Schlüssel übrig. Ich bin seit einigen. Also seit Etage 75. Da hatte ich 15 Millionen Schaden bekommen. Oder keine Ahnung. Dann hatte ich sogar noch einen Lebenstrank danach bekommen. Seitdem habe ich Full Life und 6 Schlüssel noch übrig in der vorletzten Etage. Ich habe auf jeden Fall einige Epics bekommen und das sieht jetzt ja wie folgt aus. Also es gab knapp 76 Millionen gesammeltes Gold. Es gab einige normale Ebenstände, aber 11 Epics. 11 Epics bekommen bei diesem Run. Und noch eben 9 normale Gegenstände, also das kommt beim Gold hier noch hinzu. Die habe ich natürlich alle zerlegt, wenn sie Verwahrattribute sind oder keinen Sockel haben. Ich brauchte 10 Versuche. Davon habe ich sozusagen 9-mal 10 Pilze ausgegeben und einmal habe ich für 48 Pilze. Das heißt, das war 90, 138 plus 12 Pilze fürs Blatt, also knapp 150 Pilze. Maximal für den Run, ja. Und davon sind 11 Epics dabei. Also das ist mit der Taktik wirklich der beste Run, weil ich im mittleren Teil das Glück hatte, dass ich quasi hier noch Kämpfe machen konnte. Hier hatte ich den Full Revive. Erst kurz vor Etage 50 bin ich oft im Flüchten gestorben. In diesem Bereich 50 bis 75 habe ich sehr gute Buffs bekommen, häufig. Ich habe nicht einmal eine Vergiftung bekommen. Das ist halt auch der Grund, warum dieser Versuch so genial war. Und also 11 Epics, ey, das ist krass. Für so viel Pilze, das ist richtig fett. Und jetzt gucken wir mal, welches Legi wir bekommen haben. Ach, schon wieder den Zauberstabholster. Ist halt leider immer wieder dieser Gürtel. Aber ich habe mir überlegt, dass es natürlich sinnvoll ist, den Begleiter auch auszurüsten. Und jetzt könnte ich ja sogar sagen, dass ich das Ding mal in die Toilette werfe und schaue. Intelligenz.
618. Ach fuck, das hätte ich ja gar nicht machen müssen, glaube ich. Yikes. Ah, ich glaube, das hätte ich gar nicht machen müssen. Aber doch. Musste ich machen wegen den Werten, okay. Ah, ich bin mir bei manchen Epics immer nicht klar, wann ich die reinsetzen muss und wann nicht, aber Lege hier einzusetzen macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Wir holen uns die Rune, die er hier hat, zurück und ja, wir holen uns auf jeden Fall den Stein zurück. Da geben wir hier mal eins. Ja. Und man zwei Upgrade hinzu, damit auch der Begleiter etwas davon hat. Also wenn man die gleichen Legis bekommt, sollte man definitiv auch die Begleiter mit ausrüsten. So, und finally kommen wir da mal zu S41. Ich habe kein Video dazu gefunden, aber ich habe mir die Werte nach einem halben Jahr notiert gehabt in dieser Excel-Tabelle. Und da war Crit Happens auf Rang 1 mit Stufe 366 und 867 Ritterhallenpunkten, gefolgt von Error mit 362er Level und 853 Ritterhallenpunkten und dann Welten im Wandel 356 und 821. So sah es damals aus auf jeden Fall. Ich habe diese Tabellen gemocht, aber einfach keine Zeit gehabt, das weiterzuführen. Dann kamen auch wieder viele neue Server. Und es ist auch so, dass man jetzt eigentlich so eine Tabelle gar nicht mehr bräuchte. Denn gerade nur zu Anfang eines Servers ist die sehr interessant, weil ja dort die eigentlichen Platzierungen der Gilden nicht in der Ehrenhalle nachvollziehbar sind. Ne? Erst wenn alle Teams mindestens 50 Raids geschafft haben, kann man ungefähr dann gucken, wo sie sich in der Ehrenhalle dann letztendlich platzieren in den oder durch die gewonnenen Gildenangriffe oder eben verlorenen Kämpfe gegen ein anderes Team. Und ich habe trotzdem jetzt diese Sachen hier, weil links seht ihr auch noch so die Namen. Also wenn ich mich jetzt hier rumschieben würde, seht ihr so ein bisschen Namen. Abstellkammer, Gods of the North, die Gefährten, The Vikings, das waren so hier noch Gilden auch im Top 20 Format. Was wir jetzt einfach mal machen wollen nach dem Server, nachdem der Server über ein Jahr jetzt alt ist, ist halt zu gucken, welche Gilden gibt es denn hier jetzt überhaupt noch davon. Wir sehen, dass Crit Happens jetzt auf der 1 ist, ja, nach wie vor. Sie haben im Moment Durchschnittslevel von 414 und 995 Ritterhallenpunkten. Also Ritterhalle kann ja maximal 1000 sein, ne, wenn 50 Leute Ritterhalle 20 haben. Dann ist das Maximum. Und Welten im Wandel ist zweiter Platz. Wir haben im Moment 403 Durchschnittslevel, 982 Ritterhallenpunkte. Und auf Rang 3 steckt oder steht Error 404. Error 404, aber dann 378er Durchschnittsstufe und 915. Das heißt, in der Top 3 ist ja, Crit Happens unangefochten vorne. Das war eigentlich seit Beginn des Servers so. Es gab nur ganz kurze Zeiträume, wo Welten im Wandel gefühlt nah dran war. Jetzt ist Welten im Wandel ganz klar zweiter Platz und Error ist ganz klar dritter Platz. Aber nice, alle drei Top-Gilden von Anfang an im Prinzip gibt es noch. Also Error kam ja ein bisschen später dazu, aber hat sich gehalten. Villa Kunterbund kommt als nächstes und da muss man jetzt mal gucken. Villa Kunterbund war auch schon dabei. Sie waren damals vom Mix her auf Rang 5 ungefähr, ja, so vom Durchschnittslevel. Und sie sind rangekommen. Also sie haben sich durchgesetzt auch gegenüber. Oh, Moment, ist das so knapp? Nee. Doch, es ist mega knapp, Leute. Es ist mega knapp. Wartet mal. Ihr seht ja auch, die Ehrenhallenpunkte sind ganz nah beieinander. Villa Kunterbund und Kuchenblechmafia. Kuchenblechmafia war nämlich auch in den Top 4 zuletzt. Also die beiden Gilden kämpfen ganz klar um den vierten Platz. Also da gibt es ein Auf und ein Ab. Also von der Durchschnittsstufe her sind sie nämlich auch gleich. 889 Ritterhallenpunkte der Kuchenblechmafia. Okay, Ritterhalle hat auf jeden Fall Villa Kunterbund den Vorteil. Dadurch vielleicht auch bessere Steine. Und wenn wir so gucken, 401, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute über Level 400 bei Villa Kunterbund. Bei Kuchenblechmafia sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auch. Aber so vom Level her gefühlt, so bei den Top-Leveln dann her, hat Villa Kunterbund da einen ganz kleinen Vorteil. Also deshalb ist der Kampf um Rang 4 hier auf diesem Server aktuell sehr, sehr knapp. Das Schöne ist aber auch, wie gesagt, dass es die Gilden nach wie vor gibt. Und Rosenrot gibt es auch. Also die Top 6 Gilden vom Namen her von einem halben Jahr auf dem Server sind nach wie vor dabei. Das ist sehr gut.
Und jetzt gibt es größere Unterschiede. Ne? Also Rosenrot dann aktuell Rang 6, ganz wow, relativ ungefährdet, würde ich sagen, Abstellkammer im Moment hier auf Rang 7. Vor den Pilzköpfen, da das sieht auch knapp aus bei den beiden. Pilzköpfe war damals in den Top 7 auch dabei. Abstellkammer war ein bisschen weiter drunter. Anscheinend hat sich das aber jetzt so gelöst, dass diese auch jetzt ungefähr gleich auf sind. Und dann gibt es nochmal einen größeren Sprung. Sparta, Almrödler, Nostalgie ist dabei. Nostalgie, eine Gilde, die wirklich eine ganz harte Geschichte hatte. Top 3 am Anfang gewesen auf diesem Server, ich weiß es noch. Es gab noch eine andere Gilde, aber da weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Hat sich dann wieder neu aufgebaut und hat sich zumindest gehalten und kämpft jetzt um die Top 10. Ja, also Almrödler davor, Dämonenjäger sehen wir in der Tabelle hier, damals auf Rang 20 gerade so drin gewesen, haben sich nach vorne gekämpft. Gods of the North sind ungefähr gleich aufgeblieben. Lost Nation, da ist der Maxim 91 sogar Gildenführer, Grüße gehen raus. Lost Nation war hier auch schon dabei, auch so in dem Spektrum. Wolpertinger hatte ich damals gar nicht dabei. Die Sorglosen hatte ich, glaube ich, auch nicht dabei. Die Gefährten lese ich hier noch. Die hatte ich schon in der Liste. Und Rudis Resterampe. Uff. Auch ein guter Name hatte ich nicht dabei. Also es ist natürlich klar, dass ein paar Gilden es nicht mehr gibt. Aber im Großen und Ganzen vor allen Dingen hat sich das alles gehalten. Und das finde ich sehr, sehr nice. GZ erstmal an alle, die durchspielen. Der Server ist stark nach wie vor. Und ja, Crit Happens vertritt eben von diesem Server her die internationale Ehrenhalle seitdem sehr, sehr stark. Ja, und das ist halt auch wichtig. Ne? Also es ist wirklich eine sehr, sehr starke Rang-1-Gilde. Und klar, einzelne Rekorde können gebrochen werden, aber dass eine Gilde so stark performt, tja, ich bin jetzt nicht drin bei den anderen Servern, aber ist schon, also was Crit Hams da gemacht hat, war wirklich sehr stark. So, guck mal final mal noch auf die Ehrenhalle rein. Da habe ich natürlich jetzt keine Daten im Vergleich im Moment. Rapid zwar auf der 1, wir werden aber feststellen, dass, wo ist er denn? Ist doof, sehen gar nicht. Er ist Rang 156, Acclimator 437, das höchste Level hat, gefolgt von Brabax 436. Und ich habe Brabax mal gefragt gehabt, was er so zu diesem Thema denkt, weil es war ja so, dass Acclimator wirklich unangefochten vorne war. Und auch Brabax jetzt ist da relativ nah dran, kann man so sagen, ja. Und es ist so, dass man es, oder er kann es nicht genau sagen. Er sagt aber, dass er einige Dungeons später gemacht hat. Das heißt, ab der Stufe ja, 397. Ist es ja natürlich so, wenn man die Dungeons dann macht, haben sie einen höheren Wert, ja, weil die XP einfach mehr bringt. Wenn man die Dungeons vorher macht, kann man zwar die Level vorher erreichen, muss dann aber länger und länger questen. Und ja, er ist aber rein jetzt vom Level her nah dran, aber von den Skills her und so, von den Werten, ist er weiter weg. Und trotz des Skill-Rückstands konnte er halt die Dungeons jetzt nachholen und deshalb war er immer konstant 5 bis 10 Level drunter und hat natürlich da auch, wenn er unter Stufe 393 schreibt, der hier war, pro Erfahrung, also pro Quest mehr Erfahrung bekommen. Das heißt, dort diesen Unterschied ab Stufe 393 hat er nicht nur durch die nachgeholten Dungeons wettgemacht, sondern auch durch die höhere Abenteuer-Ausbeute oder XP-Ausbeute in den Abenteuern. Und zuletzt ist es interessant zu wissen, dass ich etwa 1,8 Milliarden XP knapp über einem Level Dungeon-Fortschritt gegenüber Akla habe. Tatsächlich liegt der reale Levelunterschied also bei 2. Das heißt, Acclimator kann wohl noch mehr Dungeons machen als er. Seine Akademie befindet sich auf 19. Ich weiß nicht, wie es bei Eck da aussieht. Ich hätte Eck auch nochmal anschreiben können vielleicht. Da hätte man nochmal eine Gegenposition gekriegt. Aber es ist wirklich so, dass man eben aufholen kann. Ja? Und es ist ja jetzt nicht nur Brabax. Ne? Wir haben jetzt Acclimator 437. Ja? Jetzt können wir mal die Skills sehen. 13.069 zu 6.510 bei Eck. Und jetzt könnten wir uns Brabax halt mal angucken im Vergleich. 11.000, also da sieht man gleich direkt einen Unterschied, aber es gibt ja auch andere Spieler, die ein richtig gutes Level und nah dran sind, also so viele Spieler über 430 jetzt, Borisch als Magier zum Beispiel, ja, von den Skills her
hat er auch verloren, das stimmt. Forza jetzt hier als Kundschafter, da sieht man auch Level nicht mehr so weit weg, aber auch von den Skills her weit abgeschlagen. Böse Melone als Kampfmagier 432 dabei. Und auch da sind im Prinzip die Skills ein bisschen schlechter verteilt, aber trotzdem ist das Level nicht so weit weg. Lemoni, das haben wir hier auch noch als Berserker, der hat sogar vom Stärkewert ist er am nächsten dran bisher. Hat dafür ein bisschen weniger Ausdauer. Raidon haben wir hier auch nochmal einen Magier zum Beispiel, über 430 locker, flockig Zwerg als Krieger dabei. Da fehlen dann auch ein paar Skills. Was haben wir hier? Southbirds, ja, war auch anfangs sehr, sehr krass, aber ist sogar ein bisschen schlechter von den Skills als jetzt der andere Krieger. Ja, und da kommt es irgendwo her, dieser Unterschied. Ne? Seraphim hier als Kundschafter. Also Acclimator ist schon der stärkste Char auf diesem Server. Und obwohl der Levelunterschied jetzt nicht mehr so groß ist. Also insgesamt, da muss er natürlich auch immer dranbleiben. Wir haben ja einen Dämonenhunter übrigens auf 427 und Schmenger 429. Also selbst die Dämonenhunter sind vom Level her nicht mehr so erdeckt. Das sind nicht mal 8 Level Unterschied jetzt hier, der stärkste Dämonenjäger zum Berserker. Also ich glaube, dass eben, ja, dass es auch interessant zu sehen ist, was nach einem Jahr auf einem sehr starken Server möglich ist. Und klar, natürlich muss man jetzt auch gucken, bei jedem Einzelnen, wie viele Pilze hat er investiert. Das sehe ich leider nicht. Da würde man vielleicht auch nochmal ein besseres Gefühl dafür kriegen, ob es machbar ist oder nicht machbar ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese großen Levelunterschiede in der Regel mit im Laufe der Zeit zunichte gemacht werden, also niedriger werden. Und das geht natürlich auch den Free-to-Play-Spielern so. Da dauert es nur noch deutlich länger, bis das passiert. Und der Unterschied zu mir ist halt auch extrem krass. Ja, also ich habe einfach mal die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte an Skills in meinem Main-Attribut zu Acclimator. Er kriegt natürlich mehr Gold durch das Level. Dies, das, ist alles klar. Aber das liegt auch an der Spielweise. Und gerade ich bin ja auch einer, der nicht permanent durchspielt. Auch wenn ich es mir mal vornehme, ich schaff's halt einfach nicht. Und deshalb baue ich auch im Prinzip da ein bisschen mehr ab und werde mich wahrscheinlich von den Kämpfen her maximal wirklich, also wir haben 150 recht starke Leute in den Top 3 Gilden, dann ein paar starke Leute auch in den anderen Gilden, also wenn ich mich hier in der Ehrenhalle mal unter den Top 100 befinden würde, dann wäre das schon ziemlich krass, aber ich glaube, da muss ich noch ein Jahr warten, ohne dass ich es jetzt ganz krass drauf anlege, also das muss man mal schauen, also ein paar Spieler hier kann ich auf jeden Fall besiegen, also vielleicht ist 100 auch nicht so das Problem, aber wenn ich jetzt mal in die Top 100 aktuell hier gucke, haben wir Oboy von Rosenrot, okay, den sollte ich schlagen normalerweise, aber normalerweise 8600, er hat mehr Geschick, also das ist gar nicht gesagt, dass ich hier Fights überhaupt gewinne, ja, also wir können ja mal einen Fight machen gegen ihn. Ich habe insgesamt mehr Geschick, also so jetzt overall, aber ich habe schlechtere Skills. Machen wir mal einen Versuch. Wer war's? Oboy? War's jetzt Oboy? Ja, Oboy. Greifen wir ihn mal an. Okay, der Angriff ging durch. Wir machen mal Best of 3. Okay, ja. Gut. Ne, man weiß ja immer nicht, wer hier auf die Anhalle wirklich Acht gibt. Also ich könnte mich vielleicht in die Rang, also Top 100 auf jeden Fall kämpfen, aber trotzdem, der Abstand zu den Top-Leuten wird immer größer, von Tag zu Tag gefühlt. Und ja, das muss man jetzt einfach hinnehmen. Und ja, das kann man auch noch ein bisschen ausgleichen über die Ausdauer, die man spielt. Ja, also ein Jahr, S41, ihr habt ein paar Legis von mir gesehen, Legi Dungeon Tries sozusagen, war jetzt ein recht langes Video, aber ich habe es auch endlich finalisiert. Und wir werden uns, oder ich werde versuchen, dann auch nochmal mir S42 anzugucken, wie es da aussieht. Der ist ja jetzt auch ein bisschen älter als ein halbes Jahr. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwo gefallen. Wenn ja, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben. Haut rein, macht euch Tschüss und Servus. Euer Basti.